Sport ist gesund und macht Spaß. Um eine ganz besondere Sportart geht es im folgenden Beitrag. Die Tischtennisabteilung vom SV Schermbeck lud am Samstagnachmittag die Kinder im Rahmen eines Tischtennisturniers ein, damit sie diese spannende Sportart einmal selbst ausprobieren können. Insgesamt 32 Mädchen und Jungen ließen es sich nicht nehmen und nahmen an den 16. Minimeisterschaften teil. Gespielt wurde in unterschiedlichen Gruppen und Altersklassen. Die Kinder spielen in drei Altersklassen gegeneinander, unterteilt nach Jungen und Mädchen. Die Altersklassen sind Jahrgang 2003 und 4, Jahrgang 2005 und 6 und dann die ganz Kleinen, die Jahrgang 2007 oder sogar noch jünger sind. Gespielt wurde an 8 Platten. Man konnte erkennen, dass die Kinder mehr und mehr Spaß bekamen. Die Sicherheit am Schläger wurde stetig besser. Bei einigen der Kinder konnte man direkt eine Begabung erkennen. Es wurde geschnibbelt, geschmettert und angetäuscht. Wer sollte am Ende als Sieger auf dem Treppchen stehen? Die Konkurrenz war nicht zu unterschätzen. Vielleicht ist das richtige Rezept ein Quäntchen Glück und die richtigen Ratschläge. Tischtennis kann man auf verschiedensten Niveaus spielen. Nadine Stendler hat uns die Schwierigkeit dieser Sportart verdeutlicht. Also am heutigen Tag spielen nur Kinder bei uns, die vorher noch nie Tischtennis im Verein gespielt haben, wodurch die Spielfertigkeiten und Fähigkeiten sehr eingeschränkt sind. Und dann sich zurechtzufinden in einem Turniermodus, stellt die ein oder andere Schwierigkeit dar, die aber mit Hilfe von unseren Jugendlichen aus dem Verein auf jeden Fall auch bewältigt werden kann. Tischtennis ist eine Sportart für Körper und Geist. Die Verletzungsgefahr ist sehr gering und sie eignet sich nahezu für jedes Alter, was der aktuelle Sportler des Jahres Tristan Bukdol mit 80 Jahren bewiesen hat. Dazu ist Tischtennis sehr spannend, wenn die rasanten Ballwechsel hin und her fliegen. Es gibt viele verschiedene Schlagarten, die im richtigen Moment angewendet werden können. Also eine Paarung aus Kondition, Technik, Strategie und viel, viel Spaß. Das ist Tischtennis. Was wäre ein Turnier ohne die richtigen Preise? Dass die Kinder nicht mit leeren Händen nach Hause gingen, dafür sorgte die Schermbecker Volksbank. Sie sponserte zahlreiche Preise. Mittlerweile ging es auf das Ende des Turniers zu. Die letzten Spiele standen an. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis die Gewinner der 16. Tischtennis-Minimeisterschaft feststehen. Während die letzten Spiele liefen, konnten sich die Kinder, Eltern und anderen Besucher mit Köstlichkeiten stärken. Wir haben zwischenzeitlich mit dem Profi gesprochen. Wie schätzt Nadine Stender das Talent der Nachwuchsspieler ein? Also es sind sehr, sehr viele Kinder dabei, die Ambitionen haben, sehr gut Tischtennis spielen zu können. Da hoffen wir natürlich, dass auch viele Kinder bei uns den Weg zum Vereinstraining finden werden, um dann ihre Spielfähigkeiten noch weiter zu verbessern. Wir haben mit einigen Kindern geredet und sie haben den Anspruch und den Spaß der Sportart sehr gut erkannt. Dass man gucken muss, dass man nicht so hoch spielt, weil wenn dann der Ball nicht von den Gegner auf die Platte kommt, sondern schon erst auf dem Boden, dann hat der Gegner wieder einen Punkt. Also bei Tischtennis ist es schwer, sich auf den Ball zu konzentrieren und auf den Schläger, weil wenn man es jetzt nicht kann, entweder konzentriert man sich dann auf den Schläger oder auf den Ball und man muss sich auf beides konzentrieren, das ist daran schon schwer, da muss man Ruhe bewahren. Also man muss sich auch, beim Tischtennis muss man sich, bei dem Schlag muss man sich sehr gut konzentrieren, nicht weil man darf ja nicht zu hart schlagen, sonst fliegt der Ball nach vorne zu schnell, weil er muss ja auch auf die nächste Tischplatte drauf kommen und ja, sonst verliert man den Punkt halt. Und dann war es soweit. Die Gewinner standen fest. Johann Palo, Mats Rabe, Ben Albracht, Marie Fasselt und Charlotte Hegemann setzten sich in ihrem Altersjahrgang gegen die Konkurrenz durch. Man kann noch ganz klar betonen, es gab keine Verlierer. Denn dabei sein ist alles und jedes Kind bekam natürlich einen Preis. Die diesjährigen Tischtennis-Minimeisterschaften brachten richtig viel Spaß und haben bestimmt bei einigen Kindern das Feuer für die spannende Sportart geweckt. Wer Lust hat, der kann auch gerne mal zum Training kommen.
Das Training findet montags um 17 und donnerstags um 18 Uhr in der Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule statt.